Ein Punkt bei den Wölfen, das war die Ausbeute, die man sich vielleicht vorher so überlegt hat. Mal gucken, wie das Spiel gewertet wird von unseren Legenden. Hallo und herzlich willkommen. Glück auf zum Legenden-Talk mit Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Ja, war das jetzt das, was man rausholen konnte aus der Partie oder wäre da sogar noch mehr möglich gewesen? Klammer auf, 11 Meter, Klammer zu. Ich glaube, da wird mehr drin gewesen, weil Wolfsburg so viele Chancen hatten, die nicht, da man sagen könnte, gut, da haben wir Glück gehabt. Und wir haben ja der 2 Elfmeter nicht verwandeln können. Und so, glaube ich, hätten wir, wenn man einen Elfmeter reinmacht, dann gewinnen wir 1-0. 3 Punkte, ganz wichtige Punkte wären es gewesen. Aber es kam eben anders. Die Elfmeter waren nicht so, da man sie hätte nicht halten können. Und deswegen, ja, muss man mit den 0-0 zufrieden sein. Aber du warst auch kein großer Elferschütze, ne? Wie viel hast du gemacht? Ich habe mich meistens verdrückt beim Elfmeterschießen. Also wenn, dann ist der Klaus der Erfahrene von uns beiden, ne? Weil er ja schon mal ein paar geschossen hat. Nein, ich glaube auch schon, zum Spiel allgemein fand ich, dass Schalke am Anfang sehr gut gespielt hat. Erste Halbzeit waren sie also meiner Ansicht nach überlegen. Es war natürlich zu wenig Torabschlüsse, das muss man einfach auch mal sagen. Es wurde viel im Mittelfeld gekämpft. Das hat man aber auch schon so ein bisschen in der Aufstellung gesehen, dass da defensive Leute drin waren und ganz wenig offensiv. Also gerade im Mittelfeld, fand ich. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Wolfsburger auch keinen großen Druck gemacht haben. Die waren erstmal zufrieden gewesen, zu Null zu halten. Und ich weiß auch nicht, wieso und weshalb der immer die gleiche Mannschaft aufstellt und dann auf einmal in der zweiten Halbzeit bringt er andere Spieler, die viel, viel besser waren und auch die Torchancen gleich wieder rausgeholt haben. Verstehe ich nicht. Kovac meinst du? Ja, Kovac ja. Meine ich. Ich glaube, dass die Wolfsburger genau wie Gladbach in der ersten Halbzeit nicht klargekommen sind mit der guten Abwehrarbeit. Wir haben alles gut zugestellt, Räume, wir waren aggressiv in Zweikämpfen, damit sind die nicht klargekommen und deshalb haben sie kaum eine Chance gehabt. Also ein Lob dafür, was defensiv schon funktioniert? Auf jeden Fall defensiv. Wir haben nichts zugelassen, rein gar nichts zugelassen. Standen gut, waren immer genug Leute hinten und da kam bis jetzt so keine Mannschaft richtig zurecht, außer Köln. Natürlich, da haben wir schon drüber gesprochen, mit den Elfmeter und so weiter, da reden wir nicht mehr drüber. Und jetzt muss man eben schauen, dass wir auch in der Offensive besser werden, dass wir Chancen uns erarbeiten, um nicht nur vielleicht auf einen Elfmeter warten. Und ja, da heißt es jetzt, den Hebel anzusetzen. Aber die Erkenntnis war die, dass wir locker mithalten können mit denen, gegen die wir jetzt gespielt haben. Wir werden andere Mannschaften kommen, denke ich mal, die besser sind. Und wenn man wieder Bayern München anschaut, ja, jetzt in Bochum, aber gegen diese Mannschaften, da haben wir eigentlich Punkte abgegeben. Abi, die Geschichte mit auf der einen Seite erstmal hinten dicht machen und dann nach vorne aufbauen ist ja, man sagt oft dieses als Trainer, dieses Haus aufbauen. Ne? Erstmal unten alles sicher machen und das Dach kommt als letztes. Wie können wir jetzt, ohne die Sicherheit hinten zu verlieren, mehr nach vorne tun? Du als alter Offensivstürmer, Flügelstürmer. Ja, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass man viele Sachen überlaufen muss, gerade speziell außen, weil wir außen kommen wir so ganz wenig durch. Die Flanken kommen alle so aus dem Halbfeld. Und da muss ich auch sagen, die Stürmer haben es dann natürlich auch schwer. Man weiß ja auch, dass in Wolfsburg große Kerle sind und die auch viel köpfen können und auch gut köpfen können. Also müssen die Flanken auch so genau kommen, dass die hinterm Gegner oder vorm Gegner kommen. Sonst hast du da große Schwierigkeiten, solche Bälle als Stürmer anzunehmen oder zu köpfen. Ganz schwierig. Also ich würde probieren, immer wieder mal, wenn ich jetzt keinen vernünftigen Außenstürmer habe, und das scheint so, dass wir das so haben zurzeit, dass wir dann eben diese Sachen machen, Anspiel überlaufen, dass wir immer ein Stück weiterkommen. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen einfach und dumm an, aber das ist nun mal so, das hat man früher auch gemacht und das ist dann auch ein paar Mal immer gelungen. Und wenn man dann natürlich eine gute Flanke schlägt vom Tor weg, nicht zum Tor hin, dann ist es auch für die Abwehrspieler viel, viel schwieriger.
Ja, das ist ein Mittel, was mit Hinterlaufen. Das hat man immer wieder gesehen, auch bei großen Mannschaften wird hinterlaufen. Da kommt Bewegung ins Sturmspiel, ja, und das passiert dann nicht. Und dann natürlich wieder eine gute Flanke. Die brauchen wir auch für der Rode, wenn er spielt, der braucht Flanken. Und das sieht man noch zu wenig. Und ich denke mal, dass sie daran arbeiten müssen, dass wir eben dann durch diese Laufwege, die dann gemacht werden, dass wir zu guten Abschlüssen oder Flanken kommen, um Torgefahr zu erzeugen. Wir laufen ja viel, sind in jedem Spiel mehr gelaufen als die Gegner, teilweise bis zu 8 Kilometer, diesmal waren es 4 Kilometer mehr als die Wolfsburger. Die Zahlen am Ende aber eine 0 vorne, eine 0 hinten. Ne? Die 0 hinten war die 500. im 1801. Bundesligaspiel, also 500 mal zu 0, hätte ich gar nicht gedacht. Da bedanken wir uns bei Norbert Nickbur, bei Jens Lehmann, bei Oliver Reck, Frank Rost, Manuel von Neuer. Mir, ne, wir von mir auch, weil die Abwehrarbeit verdichtet haben. Weil er die nicht alle getroffen hat. Ja. Na, jetzt kommen wir zu der 0 vorne. Also da war Jubiläum, ne, 500. Ja. Vorne war es die 444. 0. Also 444 Mal haben wir kein Tor geschossen und damit sind wir jetzt Rekordhalter, ja, wo es nicht sein will. Ja. Der HSV war bis jetzt mit uns gleich, 443. So, da haben wir jetzt also die große Null am häufigsten gezogen. Ne? Ja. Natürlich auch klar, weil wir viel mehr Spiele haben als die meisten anderen, ja, auf Platz 7 der ewigen Tabelle. Ja, wird es Zeit, dass man das ändert. Und weil zu viele Unentschieden, zu viel, ja, da kommst du nicht weiter. Ja, du brauchst, um weiterzukommen, brauchst du Siege. Und ich meine, wir hatten da die Möglichkeiten, so ist es ja nicht, dass wir die Möglichkeiten nicht hatten, aber wir haben sie nicht genutzt, mit diesen 11 Meter, wo man zweimal die Möglichkeit hatte. Ja, und ja, mit Unentschieden kommst du nicht weiter, das ist schon klar. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir zum Abschluss kommen, ob über links, über rechts, durch die Mitte. Das ja, das ist ja machen. Diesmal gar nichts passiert. Salazar war für mich viel zu weit außen gewesen. Der kam überhaupt nicht richtig ins Spiel rein, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich glaube, wenn du wenig Bälle kriegst und aus wenig Bällen was machen sollst, das gelingt meistens nicht. Ja? Also auch wenn du mal ansetzt irgendwie zum Dribbling, du bleibst hängen und nochmal, dann ist das irgendwie, dann geht das im Kopf oben rum. Mensch, das ist vielleicht heute nicht mein Tag. Ja, und. Aber ich... Nochmal, ich bin großer Fan von dem Jungen, großer Fan, weil ich glaube, dass der uns immer noch viel, viel weiterbringen kann, aber nicht auf der Position, die er da spielt. Er muss viele Bälle haben, er muss hinter den Spitzen spielen und gucken, dass er auch dann zum Schuss kommt. Er war mir diesmal zu weit nach außen, zu rechts, zu viel rechts, meiner Ansicht nach. Und ich weiß nicht, ob er mit links gut schießen kann, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Aber ich finde, der muss hinter den Spitzen. Er muss so seine Wege machen, wo er dann auf seinem rechten Fuß kriegt und dann schießen. Also das war für mich diesmal ein bisschen wenig. Ja klar, und er muss ja ziemlich weit nach vorne. Das haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei Harit. Der Harit war nur gefährlich, wenn er mit seinem Dribbling in den Strafraum reinkam. Wenn er zu weit hinten war, bist du auch ungefährlich, egal wer das ist. Und deswegen wäre schon wichtig, wenn man noch Leute, jemanden hätte, der über außen auch was bringen kann, der durch die Mitte dann büllt, der ist auch viel unterwegs, läuft viel. Ja, aber dadurch gibst du, wenn du natürlich jetzt noch eine Spitze mehr reinnimmst, dann hast du ja schon fast 4 Offensive. Und dann, ob du dann noch so gut defensiv wieder spielst oder spielen kannst, das ist natürlich die andere Frage. Aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Also es nutzt ja nichts, wenn du, wie du schon gerade sagtest, immer ein Punkt, damit wirst du nicht in der Bundesliga bleiben. Man hat das schon gesehen, dass man mit 2 Mittelstürmern nicht spielen kann. Das wird auch nicht funktionieren. Der wird auch in Zukunft das nicht so spielen, weil da hat er eh Bülter und Terodde oder Bolte, je nachdem. Und Bülter ist einer, der auf die Flügel auch ausweicht, das ist richtig. Aber von Außenmittelfeld und da muss noch mehr kommen. Vielleicht ist man jetzt, hat man Hemmungen noch nicht so, sich das zutraut. Aber wir müssen das machen, dass wir zu Abschlüssen kommen und zum Torerfolg. Weil ich habe es ja gerade gesagt, mit lauter Unentschieden kommst du nicht weiter. Ja, vor allen Dingen haben wir auch die Wolfsburger spielen ja im Endeffekt genauso. Die haben in der ersten Halbzeit einmal aufs Tor geschossen.
Ja, aber das ist auch viel zu wenig. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mir als Trainer auch meine Gedanken machen und sagen, hör mal, das stimmt doch hinten und vorne war nicht. Und komischerweise wechselt er dann auf einmal aus mit Kruse. Ich weiß nicht noch, wer da reingekommen ist. Baku hat viel Theater gemacht über die rechte Seite. In der Halbzeit drin. Ja, aber dann, das muss ich doch auch mal sehen, dass ich mit den Leuten, der jetzt wieder angefangen hat, einen Torschuss hat zu Hause. Ja, da muss ich mir doch mal als Trainer sagen, hallo, da mache ich aber auch jetzt einiges falsch. Und zweite Halbzeit haben die so viel Druck gemacht, dass wir wirklich in Schwierigkeiten kamen. Ja, weil in der ersten Halbzeit haben eben diese Leute gespielt und wir waren sehr schnell hinter dem Ball, haben eigentlich nichts zugelassen, waren immer in Überzahl. Und jetzt, in der zweiten Halbzeit waren offensive Leute reingetan, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und da musst du zu Hause. Ja, weil wir auswärts, wie wir gespielt haben, okay. Ja, wenn wir den Elfmeter rein, wenn die Elfmeter reinmachen, gehen wir als Sieger vom Platz. Zu Hause musst du auch anders spielen. Da kannst du auch nicht drauf warten, bis der Gegner voll anläuft. Nein, da musst du selbst agieren, hier im Stadion. Und ja. Ich weiß gar nicht, hat der Simon, schießt der eigentlich mal als Erster oder ist das jetzt nur so gekommen, weil er unbedingt ein Tor machen wollte? Das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Ja? Er war Elferschütze Nummer 1, auch ja, in der zweiten Liga. Da haben wir nur zwei gekriegt, relativ spät in der Saison erst. Die hat er beide reingemacht. Ja, aber ich habe so ein bisschen, so, wenn man den so gesehen hat im Fernsehen, dann, wie der schon so hingegangen ist, der war sich komplett unschlüssig, was mache ich eigentlich? Und Torwart muss man auch sagen, der hat lange gewartet, hat den lange warten lassen. Und wenn du einmal anläufst und dann fängst du an auch zu überlegen, der bewegt sich ja gar nicht. Und dann spielst du in die Ecke, wo man muss dazu sagen, der war auch nicht gut, der Schuss. Der erste war nicht gut und der zweite war auch nicht gut. Es war alles so Hüfthöhe vom Torwart. Wenn er die ein bisschen besser trifft, höher rein, dann kann er den auch nicht halten. Trotzdem, wenn er in die Ecke reinspringt. Ja, es ist immer wieder was anderes. Wenn du schon etliche Tore gemacht hast, du bist selbstsicher, du gehst dahin, du bist Elfmeterschütze Nummer 1 und hast ja verwandelt, in den anderen Vereinen hat er ja auch die Elfmeter verwandelt. Oder ob du jetzt, es ist Bundesliga, hast noch kein Tor gemacht, das ist wieder was anderes, denke ich mal. Und aber da muss er sich von befreien. Dass eben selbstsicher musst du da auftreten, musst du unbedingt das Tor machen wollen. Und das mit Arne hat er schon gesagt, das war so halbwegs, das war keine Elfmeter, die man sagen kann, ja. Ja, also wir müssen ihm da, glaube ich, viel Liebe geben, weil der macht sich Vorwürfe ohne Ende. Ne? Ja, wenn er die Tore macht, ist er glücklich, aber wenn er sie nicht macht, macht er sich solche Vorwürfe, ne, dass das richtig an ihm nagt. Und deshalb müssen wir ihm irgendwie jetzt in der Woche ordentlich Unterstützung geben, dass er da am Samstag wieder frisch angreifen kann. Ja, er kann ja Tore machen und so. Und aufgeben darf er auf gar keinen Fall. Ich meine, er wird keine 30 Tore in der ersten Liga schießen, da bin ich überzeugt von. Aber doch musst du immer gewillt sein, als Mittelstürmer, ich will unbedingt ein Tor machen. Und irgendwann funktioniert das dann auch, wenn die Bälle kommen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Wenn die Bälle nicht kommen, kannst du auch kein Tor machen. Hätte ich auch. Auch kein Gerd Müller. Keiner kann da Tore machen. Es muss was kommen. Und dementsprechend, das müssen wir auch trainieren. Wenn die zu Flanken kommen, kann man sich absprechen, wo kommen die hin. Und der ist groß, der ist kopfballstark, hast dann immer Vorteile. Aber vielleicht sind wir noch ein bisschen zu vorsichtig. Ja, erste Liga ist was anderes, zweite Liga, das müssen wir auch ablegen, wenn das so sein sollte. Ja, aber dafür haben sie ja die ganze Zeit für die ersten drei Spiele meiner Ansicht nach ganz gut gestanden hinten, wie du schon sagst, Klaus. Man muss natürlich jetzt sich mal überlegen zu Hause, was mache ich? Ja? Gehe ich mal ein bisschen offensiver ran? Weil ich glaube, Union Berlin, das ist schon eine Nummer. Da werden wir uns wundern. Die stehen verhältnismäßig gut hinten. Die haben große Kerle auch drin. Also kommt wieder das Gleiche, was wir gerade schon mal besprochen haben. Wenn die Flanken vom Halbfeld so reinkommen, wirst du da auch nicht viel köpfen können. Also müssten wir probieren, über außen durchzukommen, wie auch immer. Ich würde mir da wahrscheinlich auch was einfallen lassen, aber du musst die Bälle zurückschlagen, sonst kann der auch nicht reinlaufen, der Terror. Das ist einfach heutzutage ein bisschen geschubbt, gemacht, getan, dann bist du einfach in der Luft nicht in der Luft, sag ich mal, so stark, dass du dann sagst, den haue ich jetzt da oder da hin, ja, weil das kannst du eigentlich nur, wenn du wirklich
eine gute Flanke hast, wo du kurz dran gehst und Patsch machst. Ne? Ja, das ist natürlich eine Mannschaft, die Selbstvertrauen hat. Ja. Die wissen auch, wie sie jetzt zu spielen haben. Die haben überall haben sie Erfolg gehabt. Die sind, haben jetzt auch Leipzig weggetan, ganz, ganz locker. Und ja, und läuferisch stark. Und das passt jetzt bei denen. Letztes Jahr schon, jetzt ist das Gleiche schon wieder. Und das ist natürlich unheimlich wichtig. Und man weiß ja selbst, wenn man vor Selbstvertrauen stürzt, dann geht das. Und der Trainer, ja, der wird das dann schon dementsprechend so einstellen, die Mannschaft. Und es wird ein schweres Spiel, gar keine Frage. Aber es ist schon leicht. In der Bundesliga ist kein Spiel leicht. Ja, ich glaube, Gladbach hin, Köln her, ne, dass Union die schwerste Prüfung sein wird bis dahin, weil die als Mannschaft so gut funktionieren. Die spielen aber auch eher auf Konter mit den beiden Schnellen nach vorne. Ne, Geraldo Becker, der war schon vorher da, und dieser Siebert Schö, den haben sie aus der Schweiz geholt. Von Bern hat er 22 Buden gemacht letzte Saison. Und er hat jetzt schon dreimal in 4 Pflichtspielen, ne, wenn wir den Pokal mitnehmen, das 1-0 gemacht und die Sache auf die Siegerstraße gebracht, haben sie immer gewonnen dann. Und die haben Leipzig ausgekontert. Ne? Ja, du darfst nicht viele Fehler im Mittelfeld machen, wo die uns den Ball nehmen und dann eben, wie du sagst, auf Konter, auf schnelle Vorstöße. Da musst du höllisch aufpassen, da musst du voll konzentriert sein, weil sonst, mein lieber Mann, das hat man ja gesehen, wie sie spielen, das ist schon ein toller Fußball, der macht schon Spaß, den da zuschauen und müssen weiterhin viel, viel arbeiten, viel laufen. Die hatten gegen Leipzig in ihrem Heimspiel nur 24% Ballbesitz. Ne? Ja, aber 1 zu 13 Ecken. Also der Leipziger war die ganze Zeit auch, wenn sie am Ball waren, dann ging es aber ziemlich schnell. Da geht es ruckzuck. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die irgendeine andere Mannschaft an die Wand spielen kann. Ja, das ist, wie du gerade gesagt hast, oder wie du auch, Klaus, die fangen jetzt an, im letzten Jahr haben sie viel auf Standard ihre Tore gemacht. Ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr ist. In diesem Jahr, also das konnten die super, aus Standardsituationen Tore machen. Vielleicht haben sie ihre Spielart ein wenig geändert, haben gesagt, du, wir stehen hinten gut, wir gucken mal mit 2 schnellen Spitzen, was wir da anrichten können. Aber bis jetzt muss ich sagen, also die spielen wirklich einen guten Ball, wo ich trotzdem glaube, dass man solche Mannschaften hier bei uns im Stadion, wenn das Stadion voll ist und die Leute sind dabei, dass wir die auch schlagen können. Also Angst brauchen wir auch nicht vor Berlin zu haben. Wir haben also vorher gegen Gladbach keine Angst gehabt, haben wir gut gespielt. Also warum sollen wir uns jetzt vor Berlin in die Hose machen? Weil Gladbach hat die individuellen besseren Spieler. Und wenn man die beiden vorne verhaftet, richtig verhaftet da, die beiden Jungs von Union, dann glaube ich, dass wir da auch eine Chance haben, was zu holen. Nein, du darfst keine Angst haben. Angst ist der größte Gegner überhaupt, egal ob als Gegenspieler, Angst vor dem Gegenspieler oder vor einer Mannschaft. Aber du musst höllisch aufpassen und musst viel arbeiten. Das ist die Voraussetzung. Und dann eben versuchen, eben, wenn man den Ball abfängt, dann man eben schnell nach vorne spielt, weil dann sind auch die nicht geordnet. Ja, und da ist dann die Chance da. Kommen dann Rückpässe, Querpässe, ist alles wieder zu, dann wird es schwer. Ihr habt auch nie Angst gehabt damals gegen Union, ne? Also habt ihr beide nie gegen Union gespielt, wir haben auch nie im Pokal gegen Bayern keine Angst gehabt. Und da haben wir auch mal schön Gas gegeben, wie die Bochum auch gekriegt haben, 7 Stück. Wenn wir schon bei Fangfragen sind, gegen welche Berliner Vereine habt ihr denn sonst so gespielt? Hertha ist klar. Tasmania? Nee. Nicht? Ich weiß es nicht. Tennis Borussia? Tennis Borussia natürlich. Ja. Blau-Weiß 90. Auch Blau-Weiß 90. Hast du mit Schalke gespielt und du mit Bochum? Ja. Mit Oberhausen? Ja, kann sein. Meine Güte. Und jetzt noch einen. Habt ihr sogar zusammengespielt. Pokalspiel. Hertha Zehlendorf. Das wollte ich gerade sagen. 6-0. Kann man nicht. 2 Buden gemacht. Das ist so lange her. Der Fischer Klaus. 74. Im Oktober. Der holt immer Dinger raus. Der macht uns hier fix und fertig. Der guckt dir nach und dann. Der guckt immer. Nächstes Mal sagst du uns ja mal von vornherein. Das war mal drauf anfangen. Ist ja der ganze Spaß weg, dass ich hier den Schlauer, den besser wissen kann. Guck ich mal nächstes Mal selber. Vor 50 Jahren. Was soll ich da wissen? Ja, apropos, vor 50 Jahren, 1972, ne, den Pokal gewonnen. Klaus mit Stanley Buda, mit Erwin Krämers, Helmut Krämers, Rolli, Klaus Fichtel, Norbert Nigbo im Tor.
alle, die noch kommen können, wollen kommen am Samstag gegen Union. Seid ihr im Stadion? Und da werden wir natürlich nochmal dran erinnern und euch ein bisschen dafür feiern, dass ihr damals den Titel geholt habt. Weil diese Mannschaft von damals war eine super Mannschaft. Die konnten alle Fußball spielen. Und auch wir waren teilweise auch befreundet, heute noch. Und das gibt es auch nicht so oft. Und es war wirklich eine tolle junge Mannschaft damals. Und dass wir uns am Samstag da treffen, finde ich gut, dass der Verein zum 50-jährigen einlädt, Pokalsieger, wo wir vorher in München 5-1 verloren haben, gegen Bayern um die deutsche Meisterschaft. Und ein paar Tage später dann Kaiserslautern 5-0 geschlagen haben. Aber uns hat da nichts umgeworfen. Und ja, Libuda, sein Vorgänger, brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist ein großartiges Spiel gemacht. Über den brauchen wir nicht reden. Der war in Hannover hat er nochmal richtig aufgedreht. Der hat, glaube ich, gegen den Fuchs gespielt. Hier von Kaiserslautern, der sucht heute noch den Ausgang irgendwie, habe ich das Gefühl. Der kommt aus seinem Bau nicht mehr raus, der Fuchs. Der hat den eingedreht. Wenn wir an den Pokalsieg denken, klares Ergebnis, 5-0 im Finale, aber eigentlich das ganz große Ding war ja das Halbfinal-Rückspiel gegen Köln. Ja, wir haben in Köln ja 4-1 verloren. Und wir, glaube ich, wir führten zur Halbzeit, wir führten 1-0. Und damals war es eben so, auswärts erzielten Tore haben wir nicht gezählt. Damals. Und also bei nicht mehr gezählt als die Heimtore, es gab keinen Auswärtstorvorteil. Und dann Elfmeter schießen. Ich glaube, wir haben den ersten Elfmeter souverän verwandt. Nein. Genau, das hätte ich auch nie anders erwartet von dir, muss ich wirklich sagen. Und das war schon spannend für die Zuschauer, logisch, bei so vielen Elfmetern, das war ein das 21-Elfer-Spiel. 5 im Spiel, 3 für Schalke, 2 für Köln in den 120 Minuten. Wahnsinn. Ja, Beverungen verschießt, Helmut macht 2 rein, bei Köln auch einer drin, einer verschossen, während des Spiels. Und dann von jeder Mannschaft 8 Torschützen, Norbert Niekbur macht seinen selbst rein und hält 2. Und am Ende, weißt du noch, wer ihn von Pfosten geschossen hat, von Köln? Den Kuhlmann, 16. Ja. Kuhlmann. Bernd Kuhlmann schießt ihn von Pfosten und 1000 Fans schon auf dem Platz. Während des Elfmeterschießens, auf Platz, ich übrigens auch als 10-jähriger Köttel, im Anschlusskreis war ich, während der Elfer. Ne? Ja. Kein Ordnungsdienst, nix, keiner was gesagt. Unfassbar. Das gibt es heute gar nicht mehr, wenn ich mal. Aber so sind unsere Jungs. Die sind einfach am Platz gelaufen, weil sie einfach gesehen haben, Mensch, dass die das noch umgebogen haben. Ne, das war ja eine Sensation, da muss man einfach sagen. Und dann haben sie auch im Endeffekt wirklich verdient, da den Pokal zu holen. Und das war auch eine super Mannschaft, muss ich auch sagen. Ich durfte ab und zu da schon mal so ein bisschen mittrainieren. Und man hat schon gesehen, das waren schon ein paar schöne Granaten dabei, außer auch Klaus Schär, den wir, glaube ich, gerade jetzt nicht erwähnt haben, war für mich auch ein super Fußballer gewesen, schnell, super Techniker, ganz schnell Fußball macht auch immer, hat ihm auch immer verhältnismäßig 4 Tore gemacht. Ja, viel. Einmal sogar 5 in einem Spiel. Ja, also der war, das war auch ein guter Spieler, oder ist immer noch ein guter Spieler gewesen. Ne? Ich habe einmal gegen die Pokalsieger 11 gespielt, bei so einem Vorspiel hier im Parkstadion. Da durfte ich gegen euch spielen und stand so zwischen Klaus Schär und Helmut Krämers und dachte, Klaus Schär hatte so ein bisschen Bauchansatz und dachte, ich war, ich glaube, 28 oder was, ich bin fit, da hole ich mir Bälle, ne, die sind älter als du. Meinst du, ich habe einen gesehen? Ich glaube, einen in 90 Minuten habe ich gesehen geholt. Gesehen schon, habe ich nicht erkannt. Immer so 5 Zentimeter an mir vorbei, da war nichts zu bekommen. Nein, super. Ja. Ja, nochmal zurück zu Union, jetzt Samstag. Einmal müssen wir noch einen Ex-Schalker erwähnen, der da Riesenarbeit macht, Olli Runert, ne? Der Manager von Union, zusammen mit dem Trainer Urs Fischer. Was die sich da aufgebaut haben, früher haben sie keine einzige Penunze für Ablösen ausgegeben, mittlerweile können die Leute für mehrere Millionen holen, weil sie es sich sukzessive erarbeitet haben. Ne? Ganz großen Respekt. Ja, da muss man einfach so sagen, das ist so, muss man Hut von ziehen. Und sie haben Hertha den Rang lange abgelaufen und sind eigentlich die Mannschaft in Berlin. Und tolle Arbeit wird da geleistet. Und die Leute, auch der normale Zuschauer, der ist da erfreut, wenn die da gewinnen. Weil die haben sich das so aufgebaut neben Hertha. Und ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Man darf ja gratulieren einfach. Ja, man darf ja nicht vergessen, die Fans haben ja fast das Stadion mitgebaut. Ja, die waren ja auf einmal, ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute da.
waren und haben das Stadion da mitgeholfen am Anfang, also auch zu renovieren und zu machen. Also das ist schon, die Fans sind auch ein bisschen verrückter, fast wie unsere Jungs, aber mit unseren Jungs können die auch nicht mithalten davon ab. Aber ich finde auch, das Stadion ist toll geworden. Ja, die Atmosphäre ist da auch gut. Also man kann da nur einen Hut vorziehen. In kürzester Zeit, das muss man ja auch mal sagen, haben die das geschafft und spielen hervorragenden Fußball. Ich hoffe nicht, dass sie bei uns gut spielen und dass wir endlich unsere 3 Punkte drin haben und dass wir uns da unten ein bisschen absetzen, weil mit 2 Punkten, das ist schon eng. Da sind, glaube ich, 5 Mannschaften, die auch 2 Punkte haben. Und wenn man da mal einen Dreier holt zu Hause, dann hast du dich erstmal wieder ein bisschen abgesetzt. Ihr merkt schon, viel, viel Respekt für Union Berlin aktuell von der Entwicklung her und. Tabellendritter sind sie ungeschlagen mit 7 Punkten. Ne? Aber einen haben wir noch zum Schluss. Union Berlin ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga im Augenblick, gegen die Schalke noch nie verloren hat. Ja. Insofern nehmen wir das als oben mit. Sagen danke, Klaus Fischer. Bitte. Danke, Rüdiger Abramczyk. Ja. Und dann gucken wir mal, worüber wir Montag hier sprechen. Nächsten Montag wieder im Legendentalk. Glück auf.